in ihrem MDR. Latein haben wir gesehen von Carmen und Brian. Standard von Pino Bucciarelli und von den eben gesehenen im Finale. Und jetzt wird's modern mit den Jungs und Mädels aus der Castingshow You Can Dance. Ein Großteil derer ist heute da. Unter anderem Robin Grimm aus Gera, für ihn ein Heimspiel. Und Dennis Jauch, der Gewinner von Let's Dance. Und lassen Sie sich von diesen jungen Leuten doch einfach mal mitreißen auf ihre Art, das Tanzen in Bewegung, Emotion und Freude umzusetzen. Schön kann Tanzen sein, hier gezeigt von einem Teil der Cast von You Can Dance. Gibt ja so viele Castingshows. Deutschland sucht den Superstar. Ging heute zu Ende. Popstar, Stars auf Eis, Let's Dance in Kürze wieder und natürlich auch You Can Dance. Freude pur auf dem Parkett hier in der Pandorfhalle in Gera. Und ein guter Kontrast zu Latein und Standard. Aber jetzt wollen wir dann auch wieder Top-Tanzen sehen hier auf dem Parkett, denn es geht um die Weltmeisterschaft der 10 Tänze. Wir haben noch ein paar Momente Zeit bis zu den lateinamerikanischen Tänzern und diese sind die Stärke des Leipziger Paares Boris.